Hallo, du siehst mich jetzt gerade durch die Linse meines neuen iPhone 7 und ich habe an dieser Stelle in YouTube auch schon Mikrofone miteinander verglichen, die ich an meinem iPhone anschließen kann. Das Problem ist, dass alle meine Mikrofone aus meiner Sammlung, die haben einen Klinkenstecker. Also einen Stecker, den ich bei der Kopfhörerbuchse einstecken kann. Aber mein neues iPhone 7 hat keine Kopfhörerbuchse mehr. Dafür wurde mir ein kleiner Adapter geliefert. Mit diesem Adapter kann ich zum Beispiel immer noch meinen Kopfhörer, den ich auch um Podcast zu hören oder Musik zu hören habe, kann ich immer noch über den Lightning-Anschluss anschließen. Und ja, meine Frage ist jetzt, funktionieren alle meine Mikrofone auch über diesen kleinen Adapter? Und das werde ich jetzt hier austesten. Du hörst mich jetzt hier mit dem Rode SmartLav. Ich habe dieses bereits mit dem Adapter beim Lightning-Anschluss verbunden und ich habe die Filmic Pro App geöffnet und da sehe ich jetzt auf dem Display, dass ich einen schönen Pegel habe, scheint also zu funktionieren. Ich werde jetzt gleich noch das Verlängerungskabel ausprobieren. Ich habe das auch schon vorgestellt. Wenn du vor der Kamera mal mehr Spielraum brauchst, dann kannst du auch dieses benutzen. Ich werde das jetzt einstecken. Der Sound ist immer noch der gleiche SmartLav von Rode, jetzt mit Verlängerungskabel. Also auch das Verlängerungskabel funktioniert mit Adapter wunderbar. Das Eric MicLav von IK Multimedia stellte ich auch bereits in meinem Blog vor. Auch das funktioniert mit dem iPhone 7 und dem Adapter. Das Tolle an diesem Mikrofon ist, dass es dieses im Doppelpack gibt. Ich kann also zwei Mikrofone miteinander verbinden und jetzt mit dem Adapter auch beim iPhone 7 anschließen. Und dann habe ich ein Mikrofon für den Fragesteller und eines für den Interviewpartner. Und ich habe bei diesem Mikrofon trotzdem auch noch eine Audiobuchse. Ich kann also einen Kopfhörer hier einstecken und jederzeit bei einem Interview mit einem Kopfhörer mithören. Und bei einem Interview, da habe ich immer einen Kopfhörer an und höre mit, damit ich wirklich Kontrolle über den Ton habe. Das Voice Technology 402 war bei meinem Mikrofonvergleich von 6 Mikrofonen für das iPhone, war das mein Testsieger und es war gerade Aktion damals. Und jetzt gibt es dieses nicht mehr, es gibt aber einen Nachfolger, das VT506. Auch dieses funktioniert mit Adapter beim iPhone 7 wunderbar. Unterdessen hängt an meinem Adapter ein kleines Kästchen, das ist das Eric Pre von IK Multimedia. Es ist wie ein Adapter, mit dem kann ich jedes Mikrofon, das einen XLR-Anschluss hat, an meinem iPhone anschließen. Ich brauche das, um mein professionelles Handmikrofon auch an mein iPhone anzuschließen oder auch meine Funkstrecke, die ich besitze. Und auch das Eric Pre, das funktioniert also wunderbar. Ich habe einen schönen Pegel. Das Praktische am Eric Pre ist, dass ich halt hier noch eine Kopfhörerbuchse habe und ich, wenn ich jetzt mit der Filmic Pro App zum Beispiel arbeite, die unterstützt das Audio Monitoring, da kann ich gleichzeitig noch meinen Kopfhörer nehmen und kann diesen anschließen am Eric Pre. Und jetzt, wenn ich so eine Moderation mache, dann möchte ich natürlich keinen Kopfhörer anziehen. Aber wenn ich hinter der Kamera bin und ein Interview führe, dann schaue ich eigentlich immer, dass ich einen Kopfhörer habe, dann kann ich wirklich den Ton kontrollieren. Und das ist mit dem Eric Pre möglich. Das Eric Mic war mein erstes Mikrofon für das iPhone und ich habe das früher auch immer empfohlen, weil es ist halt alles in einem. Ich habe das Handmikrofon mit Kabel und mit dem Klinkenstecker, den ich gleich beim Smartphone anschließen kann, also bei der früher Kopfhörerbuchse und nun sehe ich, es funktioniert auch mit dem Adapter beim iPhone 7. Bin etwas überrascht, weil mit diesem Mikrofon hatte ich Probleme. Das iPhone 4 und 4S funktionierte wunderbar, mit dem iPhone 5 funktioniert es leider nicht mehr und deshalb habe ich die Mikrofone aus meiner Empfehlungsliste genommen und habe jetzt eigentlich seit längerem wieder mal so ein Mikrofon in der Hand und sehe jetzt, okay, mit dem neuen iPhone 7 funktioniert das.
Es hat bei diesem Stecker sogar eine Kopfhörerbuchse, also die Hardware wäre da, dass ich auch einen Kopfhörer anschließen könnte und bei einem Interview mithören. Aber ich habe es vorher ausprobiert, der Kopfhörer funktioniert leider nicht. Ich habe keinen Ton auf dem Kopfhörer, wenn ich mit diesem Mikrofon arbeite. Also mit dem Eirik Pre habe ich einen Ton und mit dem Eirik Mic Love auch hier funktioniert die Kopfhörerbuchse leider nicht. Vielleicht geht es aber beim neueren Modell, das ist wirklich schon ein paar Jahre alt. Willst du noch die Soundqualität vergleichen, dann schau dir noch das nächste Video an. Ich stelle dir 6 Witzfragen und jede Frage stelle ich mit einem anderen Mikrofon.